Capital Games hat es ja angekündigt, dass zwei neue Großkampfschiffe ins Spiel kommen, nämlich auf Seiten der Ersten Ordnung die Finalizer und auf Seiten des Widerstandes natürlich die Radars. Inzwischen ist es soweit, das erste Kit ist da, nämlich das Kit der Radars und zwar mit niemanden anderen als, wie es die meisten bereits erwartet haben, mit der guten Emmeline Holdo als Flottenkommander. Und damit soll es heute in diesem Video gehen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit einem schönen neuen Infovideo. Denn das Kit von der Radars ist da mit dem Flottenadmiral Emmeline Holdo. Das, was die meisten bereits vermutet haben. Aber nicht nur das. Sie haben natürlich auch das Developer-Infos gegeben. Das verlinke ich euch selbstverständlich auch mit in die Infobox. Gleichzeitig das Kit, das bekommt ihr natürlich auch selbstverständlich. Und was auch sehr, sehr jetzt interessant ist, die Tatsache, dass ein neues Event dann diese Woche gestartet wird. Nämlich, ich formuliere es mal so, Admiralsmanöver. Und zwar von Admiralsmanöver in verbessertes Fleet Mastery. Damit man die neuen Schiffe freischalten kann. Bei dem Event handelt es sich, so wie ich es jetzt hier verstehe, dass du spezielle Schiffe brauchst, und zwar einerseits auf der hellen Seite und auf der dunklen Seite. Hier haben sie jetzt natürlich jetzt bereits die helle Seite Schiffe vorgegeben, welche man braucht, um die Radars freizuschalten. Für die Finalizer wird mit Sicherheit entweder spätestens heute noch oder ich gehe davon aus, vielleicht morgen wird das nicht, die Infos für die Finalizer dann auch rausgegeben, denn man möchte dieses Event zweimal im Monat starten, um dass jeder sobald wie möglich das Schiff sich die Splitter zu farmen kann, weil dieses Schiff kannst du von Anfang an auf 4 Sterne dir freischalten. Also du bekommst es automatisch auf 4 Sterne. Du brauchst insgesamt 2, 4, 6, 7 Schiffe. 7 Schiffe auf 4, 5, 6 und 7 Sterne. Für was man jetzt natürlich die braucht. Ich gehe ganz stark davon aus, du brauchst 4 Sterne, damit du es freischalten kannst. 5 Sterne und so weiter und so fort. Damit du da überhaupt weitergehen kannst. Also so wie eigentlich ein Marquis-Event meistens der Fall ist oder wie es die Legendaries-Events eigentlich auch gibt, dass du da 4-Sterne-Charaktere brauchst, 5-Sterne-Charaktere und so weiter und so fort. Allerdings, was halt wie gesagt neu ist, ist die Tatsache, dass dieses Advanced Flottenmeisterschafts-Event ein- bis zweimal im Monat kommen wird, so dass man sich die Schiffe jederzeit freischalten kann und du bekommst für jedes Mal, wenn du das Event schaffst, 10 Splitter für das jeweilige Großkampfschiff. Du brauchst, um die Radars freizuschalten, Rays Millennium Falcon, den Resistance X-Wing war zu erwarten, auch Ray war zu erwarten, Poe Dameron's X-Wing war auch zu erwarten. Was nicht zu erwarten war, sind folgende Schiffe. Die Hounds Tooth, okay, die hat sowieso fast jeder inzwischen. Also die meisten haben sie. Die Ebon Hawk, war ich sehr überrascht, wo ich das gelesen habe. Ahsoka Tano, was die mit dem Ganzen zu tun hat, ist für mich auch etwas fraglich. Und natürlich vollkommen überraschend, Lando's Millennium Falcon. Aber sie haben es ja geschrieben, es soll was mit allen Epochen von der Star Wars Timeline zu tun haben. Also im Endeffekt, da ist jetzt wirklich alles mit dabei. In der Vergangenheit Lando als erstes natürlich Ahsoka Tano mit... Nee, stopp. Tun wir es mal in die richtige Timeline reinbringen. Als erstes natürlich die Ebon Hawk aus der Alten Republik. Dann natürlich Ahsoka mit der Galaktischen Republik. Lando's Millennium Falcon in der
zur Imperiumszeit, die Hound's Tooth, ja auch Imperiumszeit, aber dann etwas später. Und natürlich jetzt hat mit der Widerstandszeit kommt natürlich Rey, Resistance und Poe Dameron. Also wirklich alles mit dabei. Ist also sehr, sehr interessant. Wollen wir mal schauen, wie das Ganze ausschaut und mal sehen, wie weit ich es schaffe, diese Schiffe mir freizuschalten. Was ihr euch natürlich auch da noch gerne anschauen könnt, sind natürlich die Developer Insights, wie und warum sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was es mit der Radars zu tun hat. Was ich euch dazu sagen kann, und das wird sich dann im Kit aber auch zeigen, nämlich das hier, das Wichtigste, auch in meinen Augen, und zwar die Radars, die richtet keinen direkten Schaden an, erhöht aber die Überlebensfähigkeiten und das Angriffspotenzial von Widerstandsschiffen erheblich. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig schön, die sollen richtig schön zuschlagen, dass sie auch mehrere aushalten können. Und die Radars greift selber nicht an. Also wirklich ein eher defensives Schiff, aber mit offensiven Möglichkeiten und einer sehr, sehr starken Verteidigung. Also wirklich, wo die Schiffe auch wirklich dann sehr, sehr offensiv zuhauen können. Aber da schauen wir uns mal das Kit jetzt mal genauer an. Das Kit von der Radars schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und sie hat Synergien mit natürlich Resistance-Schiffen, natürlich massive Synergien mit den Resistance-Schiffen. Es sind Synergien mit natürlich der Rey Millennium Falcon und Resistance, aber auch mit der Hound's Tooth, Ebon Hawk, Lando's Millennium Falcon, Poe Dameron's X-Wing und natürlich Ahsoka Tano. Die wären halt die besten Schiffe für dieses Schiff. Ich bin mir sicher, dass noch andere Schiffe dazukommen und da verschiedene Schiffe dann ersetzen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass das kommen wird, weil es würde natürlich blöd ausschauen, weil du brauchst das Ahsoka Tano's Schiff für ein anderes Großkampfschiff, genauso wie die Hound's Tooth für ein anderes Großkampfschiff, und deswegen wäre das natürlich blöd. Die einzigen, die natürlich jetzt nicht, die sogar reinpassen, weil sie so gut wie nie mit einsetzt, ist Lando und Ebon Hawk, die würden da reinpassen, aber diese beiden Hound's Tooth und Ahsoka werden natürlich anderen brauchen. Aber gehen wir jetzt erstmal auf das Kit ein und halten uns nicht lange auf. Und zwar, die erste ist natürlich das Ace-Manöver. Das Ace-Manöver, und da zeigt sich auch, der Basisangriff macht auch nichts weiter, er greift nicht an, sondern macht nur Folgendes. Der anvisierte Verbündete wird als Unterstützung gerufen, erhält Zugliste und zwei Runden lang Weitblick. Gehört dieser Verbündete dem Widerstand an, wird der anvisierte Gegner zwei Runden lang entblößt. Diesem Effekt kann nicht ausgewichen oder widerstanden werden. Also recht ordentlich, und damit kann man schon leben. Der Gegner wird geschwächt, der eine wird gestärkt. Also bis jetzt noch eine respektable Fähigkeit, vor allem weil es hier nur eine Unterstützungsfähigkeit ist. Der Rest kommt ja noch. Kommen wir zum ersten Special, der Recharge Deflectors. Eine Cooldown-Phase von 3, und der finale Text sagt Folgendes. Der Zielverbündete gewinnt an Zähigkeit. Sprich, du suchst dein Schiff aus und der bekommt Zähigkeit und den neuen Buff Deflektor Schild für 2 Runden und 50% Zugleiste. Der Deflektor Schild sagt, zu Beginn der Runde bekommst du 25% Schutz, der wird wiederhergestellt, verdoppelt für Widerstandsschiffe, sprich 50%. Sie bekommen Weitblick für 2 Runden und das kann nicht kopiert werden. Sprich, du bekommst Schutzerhöhung und Weitblick, denn die Radars schmeißt mit Weitblick um sich, als gäbe es kein Morgen. Kommen wir zum zweiten Special mit einer Cooldown-Phase von 4. Der finale Text sagt Folgendes. Alle Debuffs werden entfernt. Alle Alliierten erhalten 50% Schutzerhöhung für 2 Runden, erhalten 50% Schutz
zurück und bekommen 20% Zugleiste. Alle Widerstandsverbündeten erhalten zusätzlich noch 2 Runden lang den Reflektorschild, der auch im ersten Special vergeben wird, sprich, dass du 25% Schutz wiederherstellst, also 50% Schutz in diesem Fall natürlich, und du bekommst weit. Das ist das, was dieses Schiff bei dem zweiten Special Outlast den Schiffen gibt. Also auch wieder nur eine Verstärkung, dass die Schiffe mehr aushalten. So dass du sie eigentlich nicht mehr kaputt kriegst und sie öfters dran sind. Sehr, sehr interessant. So, und jetzt kommt eine Sache, wo ich 5-mal mir gedacht habe, was ist das? Wenn man schon dem Bild sieht, sie haben tatsächlich das Holdo-Manöver in das Spiel hineingebracht. In Episode 8 ist ja das Holdo-Manöver, dass das Großkampfschiff, die Rados, in Snokes Schiff hineinballert und somit das Schiff zerstört. Und das ist in diesem Fall, haben sie es mit rübergebracht, das Holdo-Manöver zerstört beide Großkampfschiffe. Bumm, weg, erledigt. Da sollte man eigentlich meinen, das ist dann vorbei, aber offensichtlich geht es da noch weiter, dass du die Schiffe, aber du kannst nicht mehr Schiffe reinholen. Also sehr, sehr interessant, wie sich das dem Spiel zeigt. Ist für mich jetzt erstmal noch etwas schleierhaft. Aber sehr interessant. Vor allem, wenn du das im Spiel selber siehst, schaut es bestimmt absolut genial aus. Also es wird mit Sicherheit sehr, sehr witzig werden, was da rauskommt. Also jetzt kommen wir erstmal zum finalen Text. Genau. Holdo-Manöver. Cooldown 10 Runden lang. Aber muss nicht bleiben. Es geht auch schneller. Wenn zu Beginn der Schlacht kein feindliches Großkampfschiff anwesend ist, kann diese Fähigkeit nicht genutzt werden. Das ist jetzt schon mal eine Frage, wie das möglich sein soll. Weil das Großkampfschiff ist ja eigentlich von Anfang an da. Wie soll das sein, dass es nicht dabei ist? Vielleicht gibt es da noch was Verstecktes, was sie da in irgendeiner Form noch reinbringen werden. Es kann sein, aber vielleicht ist es aber auch nur ein Fehler, was sie da reingebracht haben. Vielleicht ändert sich da noch was. Gibt es ja gute Möglichkeiten, dass sie das verändern. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Befreit alle Verbündeten von sämtlichen Debuffs und gewährt ihnen 100% Zugleiste, belegt alle Gegner 2 Runden lang mit Heilungsresistenz und Buffimmunität. Also sie bekommen keine Buffs und sie können keinen Schutz oder Gesundheit wieder aufbauen. Für 2 Runden automatisch. Die Rados wird zerstört und das gegnerische Großkampfschiff wird auch mit zerstört. Also du opferst die Rados, um das feindliche Großkampfschiff zu zerstören und rufst dann eine zufällige Verstärkung hinein, wenn es möglich ist. Wenn natürlich du alles schon reingeholt hast, ist es durch, aber ansonsten kannst du da ein weiteres Schiff reinholen oder natürlich alle 5 Felder sind belegt. Ganz klar, du kannst kein 6. Schiff reinrufen. Vielleicht klappt das irgendwann mal, aber momentan sind nur 5 Schiffe, die du reinrufen kannst. Diese Fähigkeit kann nicht umgangen werden, kann nicht ausgewichen werden und der Cooldown wird auch um 1 verringert, wenn ein Widerstandsverbündeter eine Spezialfähigkeit einsetzt und er gleichzeitig Weitblick hat. Deswegen ist es auch so wichtig, dass alle Widerstandsverbündeten Weitblick haben. Also du hast ja, das heißt auf gut Deutsch, du hast eine Fähigkeit, am Anfang hast du eine Cooldown-Phase von 10, dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Du hast jetzt hier Widerstandsverbündete Resistance und Ray.
Und dann tust du eine Spezialfähigkeit von Rey einsetzen, Cooldown-Phase um 1 zurück, 9. Dann tust du eine Spezialfähigkeit einsetzen von dem Resistance-Piloten, 8. Und so weiter und so fort. Dann rufst du zum Beispiel dann auch den Post-Dameron-Schiff rein, machst eine Spezialfähigkeit in der nächsten Runde oder so weiter und so fort. Dann kann es wirklich sein, dass du die Cooldown-Phase auf 6 reduzierst, also 4 reduzierst und sofort das gegnerische Schiff platt machst, bevor der sein altes Ultimo reinholt. Also richtig interessant, weil durch die Fähigkeiten, dass du die Schiffe immer wieder Schutzerhöhungen machst, sie wieder verbesserst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du sie platt machst, also dass du sie am Leben erhältst, dass du deine eigenen Schiffe am Leben erhältst und vor allem, weil du ja bekommst ständig, dass die Debuffs entfernt werden. Die Debuffs werden ja ständig, werden immer wieder mal mit entfernt. Bei der zweiten hier beim Outlast werden die Debuffs entfernt und natürlich bei der letzten werden natürlich auch die Debuffs entfernt. Also richtig interessant, dass du die Schiffe am Leben erhältst, dann opferst du das Großkampfschiff und somit ist der Gegner dann eigentlich fast nur noch schutzlos, weil du die weil er kein Großkampfschiff mehr hat. Weil jetzt kommt noch das noch was Interessantes noch mit dazu, nämlich die einzigartige Fähigkeit, die das die dem Ganzen noch dem Kick gibt, so dass du deine eigenen Schiffe am Leben erhalten kannst, aber und gleichzeitig richtig schön reinknallst mit der Stärke und sie dann platt machst, wenn das gegnerische Schiff weg ist. Und zwar die einzigartige Fähigkeit sagt: Widerstandsverbündete richten 40% mehr Schaden an und haben 75% maximalen Schutz. Also die haben noch mehr Schutz obendrauf, was sie jetzt schon haben. Und zu Beginn des Kampfes erhalten Widerstandsverbündete 2 Runden lang den Deflektorschild automatisch, sofort, und bekommen Immunität gegen kritische Treffer. Also du kriegst sie nicht kaputt. Und die bekommen ständig Schutz, kriegst du nicht kaputt, machst mit dem Holdo-Manöver das gegnerische Großkampfschiff platt und dann machst du mit deinen Schiffen, die du hast, alle anderen platt. Boah, richtig genial. Und was jetzt dann auch noch, die Spezialfähigkeit das auch noch sagt, wenn die Radars das Holdo-Manöver anwendet, also sprich sich opfert und das gegnerische Großkampfschiff, erhalten alle Verbündeten 2 Runden lang Vorteil, einen höheren Zähigkeitswert und natürlich wieder mal Deflektorschild. Richtig heftig. Sehr, sehr interessant, was da auf uns zukommt. Also ich bin wirklich gespannt, wie wir das machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ob das Schiff die Meta verändert, weiß ich nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen, du müsstest halt die Schiffe alle vorher zerstören, weil wenn das Holdemanöver aktiv ist, dann ist das Großkampfschiff weg und dann bleiben nur noch die Schiffe übrig. Und die werden, ob die das alleine halten können, ist die Frage. Aber ja, kommen wir natürlich zum letzten Punkt. Es hat natürlich auch einen Einwechselbonus. Die Verstärkungen bekommen 3 Runden lang Unsichtbarkeit. Und wenn die Verstärkung ein Widerstandsverbündeter ist, erhält sie 2 Runden lang den Deflektorschild. Also dieses Schiff werft mit dem Deflektorschild um sich, als gäbe es kein Morgen. Und zwar den 25% Schutzerhöhung. Also nicht 50% Schutzerhöhung und natürlich Vorteil, und das kann nicht kopiert werden. Also das wirft dieses Schiff ständig um sich und tut die Schiffe wirklich verteidigen. Also richtig heftig und richtig Hammer. Wow, 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 sag ich da nur. Wird interessant werden, was da jetzt noch kommt und wie dann die Finalizer ausschaut. Also mir gefällt das Ganze, vor allem, weil nicht
ein Schuss die Rattles abgibt, sondern sie gibt nur Schutz, Schutz, Schutz und nochmal Schutz auf die Widerstandsverbündeten. Wir werden sehen, wie das Ganze wird. Also Leute, von mir war es das dann. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich muss das Ganze erst nochmal verdauen. Vor allem mit diesem hier. Schaut richtig geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich muss das Ganze jetzt erst nochmal verdauen und überlegen, was ich aus dieser ganzen Geschichte da mache. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Video einen Daumen nach oben. Teilt auch gerne dieses Video, damit jeder Bescheid weiß. Aktiviert dann auch bitte dann die Glocke, damit jeder von euch Bescheid weiß für neue Videos. Also, ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, servus. Möge die Macht mit euch sein. Und wir sehen uns im nächsten Video.